Willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu meinem Let's Play Edna bricht aus. Wir bewegen uns auf das Ende des Spiels zu. Wir haben hier den Keller von Ednas früherem Haus entdeckt. Wir sind im gleichen Screen wie in der ersten Tempomorph-Szene im Keller. Wir haben da hinten den Ofen, die Stiegen, das Regal mit dem ganzen Zeug. Es schaut jetzt etwas anders aus als in unserer Erinnerung. Aber ja, wir haben hier den. Ich weiß noch immer nicht genau, ob man das vielleicht machen muss. Eigentlich eine gute Idee. Der Ofen ist nur leider aus. Ja, aber können wir ihn nicht aufdrehen? Weil, ich meine, wir haben hier Feuerholz. Erst müsste ich ihn irgendwie anfeuern. Go, Ofen, go! Ja, das sehe ich auch. Harvey, du warst auch schon mal besser. Sieh mal, Harvey, der alte Ofen. Darin hast du immer Alfreds Schuhe getrocknet. Er musste den ganzen Weg nach Hause ohne Sohlen laufen. Sehr gut. Aber das Feuerholz können wir nicht nehmen. Das bin ich schon letztens drauf gekommen. Da können wir eigentlich auch nichts nehmen. Das war schon vor 10 Jahren nutzlos. Und wenn wir damit reden. Du solltest reden, Du nicht kratzt schlürfen. im Hals. Okay. Was sagt sie eigentlich, wenn sie mit dem Ofen redet? Hallo, alter Ofen. Zeig mal, wie dick dein Finger schon Oh, ist. okay. Willst du mich säubern? Dann musst du dich sehr weit reinbeugen. Oh, nein, lieber nicht. Okay, dieser Ofen ist gruselig. Wir gehen mal zur Tür. Wir kommen tatsächlich rein ins Haus. Das heißt, ja, sehen wir uns mal alles an. Eine über 10 Jahre alte Pilzsuppe. Sie ist das Einzige, was in diesem Haus noch lebt. Okay. Hallo, 10 Jahre alte Pilzsuppe. Ich bin wieder da. Willkommen zu Hause, Edna. Es ist immer schön, alte Bekannte zu treffen. Ja. Können wir sie nehmen, die Pilzsuppe? Wir haben sie gegessen. Oh. Was hältst du davon, Harvey? Das toxikologische Experiment deines Vaters ist ein voller Erfolg, wenn er es doch nur miterlebt hätte. Das war jetzt nicht nett gesagt. Können wir sie einbuddeln? Die Pilzernte kann auch bis morgen warten. Okay. Die Pilzernte kann auch bis Okay. morgen. Diese Pilzsuppe ist das Tor zu einer fremden, bizarren Welt. Ich gehe später hindurch. Können wir die Pilzsuppe zum Goldschlüssel geben? Ich möchte ungern tauschen. Allein bei dem Gedanken wachsen mir Pilze im Hypothalamus. Okay. Dafür bräuchte ich eher Antitoxin. Wenn ich umrühre, befreie ich damit Millionen giftiger Sporen. Das spare ich mir lieber für meinen Geburtstag auf. Auch nicht schlecht. Kann ich es anzeichnen? Oh ja, lass uns alles bekritzeln. Nein, Harvey. Wir sind jetzt zu Hause. Genau, zu Hause wird nicht bekritzelt. Bist du wahnsinnig? Die Pilzernte kann auch bis morgen Okay. warten. Haben wir noch irgendwas zum Ausprobieren? Nein, eigentlich nicht. Was haben wir hier noch? Eine Pflanze. Wer hat die nur all die Jahre gegossen? Der Regen. Es schaut hier so aus, als wäre es ziemlich feucht hier drinnen. Die ist festgewachsen. Oh. Ja, du bist eine gute Pflanze. Eine schöne Pflanze. Ich wachse auch ohne deine Aufmunterungsversuche. Wirklich.
Okay. Harvey, was sagst du zu dieser Pflanze? Guck mal, Harvey. Eine von Mattis Topfpflanzen. Welch Ironie. Früher hat sie mich zu Tode gelangweilt. Und nur eine Langeweile später ist sie tot. Okay. Ich schreibe ihr später eine Sterbeurkunde. Offensichtlich ist sie doch tot. Da hilft auch kein Umtopfen mehr. Da muss niemand mehr nachhelfen. Sie ist im Pflanzenhimmel. Oh, die arme Pflanze. Mattis hatte den Schlüssel ursprünglich immer in den Begonien versteckt. Aber der Gärtner ist nun mal immer der Mörder. In den Begonien? Da hilft auch kein Umtopfen mehr. Nicht sicher. Ich würde es ausprobieren. Okay, sehen wir uns noch das Fenster an. Wow, ein echtes Fenster. Und es zeigt mir den Garten. Dieses Haus erinnert ein wenig... Wenn ich nur wüsste, wo ich anpacken muss. Dieses Haus erinnert mich ein wenig an das Haus in Kärnten. Huhu, Fenster! Ja, Sie wünschen? Darf ich durchschauen? Nur zu. Okay. Kann man es aufmachen, das Fenster? Moment mal. Warum schaue ich nicht einfach durch? Du sollst es aufmachen. Da draußen ist alles ruhig. Wir sind endlich zu Hause, Harvey. Lass uns dein Zimmer finden. Dann haben wir es geschafft. Okay. Also wir müssen ins Zimmer. Hey, da ist eine Spüle. Da können wir sicherlich den Topf anfüllen. Noch ist das Gold kalt. Ah, wir müssen es heiß machen also. Wir müssen es also doch noch. Wir müssen es also doch noch aufheizen. Hier habe ich immer Popelweitschnipsen gespielt. Popelweitschnipsen? Die ist so dreckig, die macht Geschirr schmutzig. Wie soll ich hier je alles sauber bekommen? Lass es doch einfach, wie es ist. Dreckig macht lustig. Meinst du? Naja, ich weiß nicht. Harvey, was sagst du? Ich glaube, du bist dran mit Abwaschen. Nein. Nein, ich erinnere mich genau. Du bist dran mit Abwaschen. Sicher? Das ist ein Wise Guys Lied. Du bist dran mit Abwaschen. Mal schauen, ob das Wasser noch geht. Das Wasser wurde hier wohl abgestellt. Habe ich fast befürchtet. Kein Wasser mehr. Der Poloschläger wäscht sich nicht. Er ist ein cooler Piraten-Poloschläger. Ja, das denke ich mir. So groß ist der Abwaschberg nun wirklich nicht. Wer weiß. Meine Zange hätte keine Chance gegen diesen Ohrenkneifer im Abfluss dort. Diese Wunde muss nicht ausgewaschen werden. Okay. Das ist eigentlich auch gut gesagt. Topf hatten wir schon. Zickzackschere noch. Es ist noch nicht Sonntag. Sie muss noch nicht Zähne putzen. Okay. Die putzt nur Sonntagszähne. Gut. Das heißt, es geht sowieso nur in diese Richtung. Stellt sich die Frage, muss ich denn da überhaupt raus? Diese Tür wurde lange nicht benutzt. Klopf, klopf. Glaubst du etwa, ich falle darauf herein, Edna? Cool. Na dann halt nicht. Zu. Ja, das ist zugesperrt, ich weiß. Wir haben hier Mäntel. Mattis Mantel war schon damals zerlumpt. Aber jetzt ist er besonders schlimm, oder wie? Nehmen wir mal den Meine Mantel. Klamotten dürften alle oben bei mir im Zimmer sein. Naja, aber trotzdem wäre es vielleicht so ganz schön, wenn du mal was anderes anhättest als diesen weißen Kittel. Was sagt der Mantel? Hallo? Mantel des Schweigens. Der Mantel des Schweigens, das ist nicht schlecht. Das Guck ist ein mal, gutes Harvey. Wortspiel. Mattis Mantel. Wenn Herr Mantel die sehen würde, bekäme er einen Herzstillstand. Oh, Herr Mantel. Bitte nicht. Sie erinnern mich an Mattis.
Ein Pudel Bitte vielleicht? nicht. Sie erinnern mich an Mattis. Oh. In den Ich Topf? glaube, Mäntel gehören nicht in die Kochwäsche. Da hat sie nicht ganz unrecht. Achso, nein, das hatten wir schon. Da ist zwar noch kein Rost drauf, aber na gut, Vorsorge ist besser als Nachsorge. Ah, jetzt haben wir die Schere mit dem Antioxidationsmittel. Das ist kein Rost. Das ist Moos. Okay, wir haben hier aber auch noch einen Spiegel. Der ist so staubig. Ich kann mich gar nicht sehen. Na dann putz ihn doch. Mit den. Ah, wir haben ja noch Topflappen. Gleich morgen werde ich hier überall Staub wischen. Wer sind Sie? Wo ist Edna? Nein, der hing immer da. Hallo? Ist Edna da? Sie kommt wohl heute nicht mehr raus. Er ist unbrauchbar. Harvey, was sagst du zu dem Spiegel? Guck mal, Harvey. Das bist du. Oh. Ja, aber ich dachte immer, ich sei ein Wolf. Lass uns den Spiegel zerschlagen. Nein, ich bin unglücklich genug. Da hat sie nicht ganz unrecht. Da haben wir noch eine Pflanze. Sagt sie uns zu der Pflanze genau das gleiche Hier wie zu der anderen? Ist alles tot. Wozu? Die ist tot. Oh. Ich glaube, sie sagt uns wahrscheinlich das gleiche da wie zu der anderen. Kein Umtopfen mehr. Umtopfen. Da ist auch noch ein Fenster und ein Salon. Gehen wir zuerst in den Salon oder lassen wir uns anhören, was Poki zu dem Raum sagt. Mit Bleistift vorzeichnen, mit Feinliner nachzeichnen, Bleistiftstrich wegradieren, dann einscannen, dann die eingescannten Linien markieren in Photoshop und so freistellen vom Hintergrund, dass ich halt wirklich nur die schwarze Linie habe, dann diese schwarze Linie auch noch überfüllen oder halt irgendwie mit einem Fülleffekt wieder vollständig schwarz machen. Das war die Arbeitsweise. Dann natürlich farbig anmalen und noch irgendwie Schattierungen reinsetzen. Ich glaube, ich habe damals tatsächlich mit Beleuchtungseffekt gearbeitet in Photoshop. Hier und da gibt es noch ein paar Texturen, also wo ich halt Lichtkanten gesetzt habe oder um Objekte halt irgendwie zu modellieren, Lichtkanten, Schattenkanten gesetzt. Oder aber auch manchmal irgendeinen komischen Texturstempel benutzt habe, wie hier auf dem Boden, um Schmutz zu erzeugen. Aber die Ineffizienz und Fehleranfälligkeit dieser Arbeitsweise offenbart sich hier in den Stufen der Treppe, wo sich die Linien auf ganz hässliche Weise berühren, weil kein Auswahlwerkzeug da mehr reinkam. Gott sei Dank hatte ich für Harveys neue Augen ein Zeichentablett. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Aber es schaut nicht so schlimm aus, finde ich. Ich glaube, das macht gerade den Charme von diesem Spiel aus, oder? Dass es eben nicht so perfekt ist. Gehen wir zuerst in den Salon oder gehen wir gleich rauf? Gehen wir zuerst in den Salon, machen wir unten zuerst alles. Tisch, Gemälde, Flur, Verandatür. Der alte Mahagonitisch. Wie schön er damals glänzte. Warum gibt es diesen Raum überhaupt? Ich kann mich nicht erinnern, dass man hier irgendwas machen kann. Der Tisch ist zu schwer. Ja, das stimmt. Da hast du nicht ganz unrecht. Sprich mal mit ihm. Erinnerst du dich noch? Ich wollte nie meine Thunfischsuppe essen. Wie könnte ich das vergessen? Wie könnte man Thunfischsuppe mögen? Du hast sie gesammelt, aufbewahrt und dann eine super Wasserbombe damit befüllt. Boah. Der hat noch Wochen später gestunken. Oh Gott, ist das ekelhaft. Erinnerst du dich noch an diesen Tisch, Harvey? Hier haben wir gegessen, gepuzzelt und mit Alfred spanische Inquisition gespielt. Spanische Inquisition. Ich frage mich, ob die Fußnägel je nachgewachsen sind. Oh Gott, sie ist so grausam. Hier haben wir früher mit Alfred Fingerkloppe gespielt. Da, man kann die Spuren des Hammers noch unter dem Staub erkennen. Oh Gott. Ich kann später noch Staub wischen. Aber tust Der du ist aus wirklich? Holz. Der rostet nicht.
Da hast du nicht ganz unrecht. Hier habe ich früher immer Alfreds Puppen frisiert. Aber ihm gefiel der Punk-Look nicht. Oh, interessant. Randale, yippie! Benimm dich, Harvey. Das hier sind unsere Sachen, nicht die von Dr. Marcel. Okay. Türen. Schlüssel passen in Türen. Okay. Ach ja. Da hat sie nicht ganz unrecht. Hier haben wir immer zum Mittag gegessen. Okay, was sagt sie zum Bild? Ich erinnere mich an dieses Gemälde. Es zeigt die Landschaft aus der Wurstwerbung. Ich kenne keine Wurstwerbung. Muss ich eine Wurstwerbung kennen? Papa brauchte den ganzen Tag, um es genau gerade hinzuhängen. Ich brauchte nur Sekunden, um es zu verrücken. Wir waren ein eingespieltes Team. Ich kann nicht. Sie hat auch ihren Vater gequält. Der Anblick lässt mich verstummen. Guck mal, Harvey. Unser altes Gemälde. Die Plünderer wollten es wohl nicht. Warum wohl? Verbuddelt? Lass uns die Wände nach geheimen Räumen abklopfen. Ich würde gern erst einmal die nicht geheimen Räume abklopfen. Mein okay. Zimmer zum Beispiel. Alles ist kaputt. Edna, weinst du etwa? Nein. Dieses Gemälde war Schiedsrichter in so manchem al dente Test. Wenn die Klößchen hängen bleiben, ist die Suppe al dente. Oh Gott. Gott, ist das ekelhaft. Ich kann die Terrasse sehen. Naja, sehen ist übertrieben. Ich kann sie erahnen, weil ich weiß, dass sie da draußen irgendwo sein muss. Das ist bereits meine, glaube ich. Kannst du sie aufmachen? Die klemmt. Haha, Antioxidationsmittel. Morgen werde ich als allererstes die Fenster putzen. Okay. Wir sind zu Hause, Harvey. Ich will es gemütlich haben. Aber da draußen ist alles ruhig. Wir sind endlich zu Hause, Harvey. Lass uns dein Zimmer finden. Dann haben wir es geschafft. Okay, das kennen wir schon. Also nein, das Benutzen hatten wir schon, aber reden noch nicht. Hallo? Ist da draußen jemand? Theoretisch könnte da jemand direkt vor mir stehen. Ich würde ihn nicht sehen. Okay. Was sagst du? So, und wer sich immer gefragt hat, was für eine Existenzberechtigung hat dieser Raum, für den habe ich eine ganz besondere, überraschende Geschichte auf Lager. Ja, das habe ich jetzt auch gefragt. Gibt es tatsächlich ein Konzept für ein Intro, das im Hause der Konrads spielt, in Ednas Kindheit, wo Dr. Marcel, Alfred, Mattis und Edna zusammen am Tisch rumsitzen und Edna sich benehmen soll, Harvey aber die ganze Zeit über so rumalbert, dass Edna als verhaltensauffällig eingestuft wird von Dr. Marcel, der sehr erbost wird und Mattis, der halt auch sehr erbost wird, weil Edna quasi ihn blamiert und sie dann gezwungen wird, irgendwelche Pillen zu schlucken. Das sollte tatsächlich mal das Intro werden, hatte ich mir so überlegt. Aber dann ist mir diese coole Sache mit der Tentakel-Edna eingefallen und dann habe ich lieber die gemacht. Komisch, dass mich nie jemand drauf angesprochen hat. Übrigens, besonders mag ich den Text für das Gemälde im Hintergrund, wo Edna sagt, also wie ganz selbstverständlich sagt, ach ja, und das ist ja auch das Bild aus der Wurstwerbung, wenn ich da hinten die Rügenwalder Mühle gezeichnet habe. Ja. Fun Fact. Okay. Das heißt, wir finden hier eigentlich nichts. Wollte er damit sagen, er hat damit 5 Minuten meines Lebens vergeudet. Arg. Als ob ich noch nicht genügend von meiner Zeit vergeudet hätte. Na gut, dann gehen wir nach oben. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass wir hier oben irgendwie unser Zimmer finden. Da gibt es ein Zimmer, ein Schulzimmer, das Bad, das Arbeitszimmer und noch weiter nach oben. Ins Schulzimmer. Hey, das kennen wir schon. Hey,
Ich erinnere mich. Die war der Star im zweiten Flashback. Na, ich weiß nicht, ob es der Star war. Ich räume später um. Ah, meine empfindlichen Ohren. Ups, sorry, kleiner Kumpel. Harvey. Weißt du noch, wie wir gelernt haben, Unterschriften zu fälschen? Hatte es etwas mit Raketen und Riesenspargel zu tun? Nein. Ja, dann weiß ich es noch. Okay. Riesenspargel. Oh. Das hat auch schon mal mehr Spaß gebracht. So? Ja, okay. Machst du das mit dem auch? Ja, ich hab's befürchtet. Warte mal. Sie hat nicht gesprochen. Ah! Das heißt Kopf der Tafel, nicht Topf der... Was? Verdammt, das war schneller vorbei. Nicht Topf der Tafel. Ah. Relativ unrostig. Ja. Das hat... Okay. Und Topflappen. Zuerst im Grab schafft es noch. Ja, na gut, schauen wir uns den Stuhl an. Das ist der Stuhl vom alten Hornbusch. Nein, mein Platz war da drüben. Abwechselnd auf dem Stuhl oder im Schrank. Da, das ist nicht nett. Allein. Lass uns den Stuhl kaputt kneifen. Ja. Nein, er erinnert mich an Mattis. Warum? Da ist der Hornbusch drauf gesessen und der war ein Fiesling. Und Mattis offensichtlich auch. Die ganze Welt auf einer Bowlingkugel. Hallo Welt! Hörst du mich? Geh aus der Leitung. Ich rede gerade mit Venus. Aus welchem Land kommen wir eigentlich? Schwer zu sagen. In Erdkunde haben wir immer Alfred mit Spuckekugeln geärgert. Also Peru. Was? Wegen der Lamas. Oh, nicht schlecht. Können wir die Erdkugel mitnehmen? Bin ich Atlas oder was? Immerhin weiß sie, wer Atlas ist. Also für das, dass sie nicht in der Schule und im Schulunterricht aufgepasst hat, hat sie einige sehr intellektuelle Antworten. Erst mein Gedächtnis, dann die Welt. Okay, finde ich gut. Erst mein Gedächtnis. Ja, das kennen wir schon. Können wir die Welt aufsperren? Erst mein Gedächtnis. Nö. Können wir die Welt in den Topf werfen? Erst mein Gedächtnis. Na okay, dann halt nicht. War der nicht immer viel größer? Ja, wahrscheinlich schon. Benutzen wir mal diesen Stuhl. Ich will mich nie wieder hier hinsetzen. Das war offensichtlich nicht so deins. Moment mal. Da draußen ist ja nur Wald. Interessant. HW, was sagst du dazu? Ich dachte, da ist ein... Da draußen ist alles ruhig. Wir sind endlich zu Hause, HW. Lass uns dein Zimmer finden. Dann haben wir es geschafft. Okay. Fenster kennen wir schon. Tische kennen wir schon. Dann schauen wir natürlich zum Schrank. Ach ja. Huh. Den will ich nun wirklich nicht. Das kann ich mir vorstellen. Hallo? Ist da noch jemand drin? Das hoffe ich nicht. Nein! Ich meine, nein. Also man hat das schon sehr viel falsch gemacht bei ihrer Erziehung, nehme ich mal an. Ich kann immer noch nicht glauben, was dir diese Verbrecher angetan haben. Was sagst du dazu? Ja, es ist ein ganz merkwürdiges Gefühl, hier in diesen Klassenraum wieder zurückzukommen, hoffe ich.
Es ist ja nicht so vollständig, hundertprozentig ausgesprochen gewesen, dass dieser Privatunterricht, den Edna und Alfred haben, im Hause der Konrads stattgefunden hat. Und es ist auch ein bisschen surreal, glaube ich, einfach diese Aneinanderreihung von Erinnerungen, die wir schon mal gesehen haben, halt jetzt in diesem zerstörten Zustand nochmal wiederzusehen. Und irgendwie bringt das Ednas Lebensumständen von damals halt so eine ganz neue Note, ja, die man, glaube ich, hauptsächlich fühlen und nicht erklären kann. Ich versuche mich nur gerade über eine Erklärung rumzulavieren. Eigentlich macht das überhaupt keinen Sinn, oder? Klassenzimmer für Privatunterricht im Elternhaus? Das macht, glaube ich, gar keinen Sinn. Nee. Sorry dafür. Ja, offensichtlich waren sie reich. Sonst hätten sie sich das nicht leisten können. Poloschläger tut ein Schlimmstes. Egal, was du sagst. Dem Schrank werde ich nicht zu nahe kommen. Also sie war offensichtlich sehr oft drinnen. Gehen wir ins Bad. Was haben wir hier alles? Hahn, Wanne, Spiegel, Waschbecken. Ich erinnere mich gar nicht mehr, dass meine Badewanne ein Cabrio war. Blub. Offenbar lassen meine Fähigkeiten als Geräuschimitator nach. Oh. Nehmen wir ein Sobald Bad. Sobald meine Erinnerung wiederhergestellt ist, nehme ich ein einwöchiges Bad. Harvey? Willst du baden, Harvey? Ich geht. Nein. Warum nicht? Baden ist super. Oh ja, lass uns alles bekritzeln. Oh nein. Nein, Harvey. Wir sind jetzt zu Hause. Ich erinnere mich gar nicht mehr, dass meine Badewanne ein Cabrio war. Ich erinnere mich gar nicht mehr, dass meine Badewanne ein Cabrio mit war. Mit Rechtsklick kann man nicht nur weitergehen, sondern auch den Ansehen-Dings machen. Oder benutzen. Das Wasser ist wohl abgestellt. Der Hahn meiner alten Badewanne. Soll ich dich waschen, Harvey? Was? Ist etwa schon wieder Schaltjahr? Können wir es reparieren? Ich kann meine Sachen auch morgen noch waschen. Topfloppen? Ich kann meine Sachen auch morgen noch waschen. Okay. Waschbecken? Da habe ich mich immer ums Zähneputzen gedrückt. Hallo? Jemand zu Hause? Mit dem Hahn haben wir, glaube ich, nicht geredet, oder? Sehr gut. Das Wasser ist wohl abgestellt. Noch immer. Aber unten hatten wir schon ein Waschbecken. Ich kann meine Sachen auch morgen noch waschen. Gut, und wir haben auch noch den Spiegel. Der ist so staubig. Ich kann mich gar nicht sehen. Das heißt, hier passiert eigentlich auch nur das Gleiche wie unten, weil unten hatten wir auch einen Spiegel, da hat sie auch genau das Gleiche gesagt. Schauen wir mal, was dieses Zimmer lässt sich ja gar nicht in der Vergangenheit erleben. In keiner Tempomorph-Szene taucht dieses Badezimmer auf. Man kann sich aber, glaube ich, einfach ganz gut vorstellen, wie die kleine Edna damals, das ist ja auch ein sehr persönliches Zimmer, sich hier die Zähne geputzt hat. Ich glaube, es gibt auch ein paar entsprechende Kommentare dazu. Und was für ein Gefühl gewesen sein muss, in diesem Haus aufzuwachsen. Und dabei fällt mir dieser sehr eigenartige Stilmix auf, den ich halt durch das Spiel, der sich ja auch schon bei der Berganstalt durch alle Räume zieht, dass man halt gar nicht so ganz genau, je nachdem, wo man im Bild hinguckt, entscheiden kann, zu was für einer Zeit spielt das Ganze eigentlich. Also welches Jahr hätten wir denn theoretisch? Es sind sehr viele recht altertümliche Einrichtungsgegenstände, wie diese komische Badewanne mit Füßen oder dieser Wasserkrug neben dem Waschbecken. Aber das Waschbecken sieht dann doch eher aus wie irgendwie, weiß nicht, aus den 80ern oder diese schweren Holztüren und so weiter. Aber dann auch wieder Neonlicht und einfach nur ein komischer Mix. Ich glaube, ich wollte so ein bisschen das Ganze verstören oder einfach zeitlich entrücken und zu sagen, das spielt nicht wirklich in der Realität, sondern das ist
eine dass eigene das nicht Zeit, in der Realität spielt, war schon Spiel. Klar. Okay, Poki, das war nett von dir. Wir haben uns die ersten Räume in unserem Haus angesehen. Wir werden das nächste Mal weitermachen. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß, schlaft gut und träumt was Schönes. Bis bald.